Hi Leute, ich hatte ja in meinem letzten Kommentar vom Video schon geschrieben, dass ich im Flurbecken hier im Kleinen, wo meine Fische vorher in Quarantäne drin waren, diese hier, Cyanobakterien kleines Problemchen habe oder eine kleinen Vorfall von Cyanobakterien habe da. Ich bin gerade ein bisschen am Saubermachen im großen Becken hier und dann habe ich gedacht, zeige ich euch mal eben, wo die herkamen. Fällt vielleicht auf, ich habe keine Schwimmpflanzen mehr auf dem Wasser, denn die waren der eigentliche Grund dafür. Wir haben da hinten noch Cyanobakterien, da, eine Scheibe. Ich komme jetzt von der anderen Seite auch schlecht und wenn ich jetzt wegputzen würde, dann würde man sehen, die kann man auch schlecht mit dem Schwamm kriegen. Da muss man halt einen Kescher parat haben, deswegen habe ich hier Kescher direkt parat, wenn die dann abgehen, dann muss man die halt schnell anfangen, weil sonst sind die von der Strömung halt überall hin getragen. Da wachsen sie auch immer gerne am Auslass, komischerweise. Ich habe die Lichter jetzt gerade mal hochgefahren. Normalerweise sind die Lichter jetzt gar nicht so hochgefahren, weil über Tag kommt halt sowieso schon viel Licht rein, deswegen ist auch hier so ein bisschen Algen drauf, so ein ganz klein bisschen. Kann man im Moment nicht wirklich verhindern, weil halt mehr als 10 Stunden Licht hier ins Wohnzimmer kommt. Und ich hier nicht wirklich verdunkeln kann. Aber dafür geht's, finde ich. Zu den Cyanos zurück. Die Cyanobakterien haben sich hier oben drauf gebildet, zwischen den Wasserpflanzen, wo keine Strömung war, ich sag mal so, da. Zwischen den Oberflächenpflanzen, diesen Muschelblumen, hier sind noch ein paar übrig geblieben. Und dem indischen Wasserfreund darunter, da wo keine Strömung mehr war, kamen diese neongrünen, neondunkelgrünen Blaualgen. Fiese Dinger. Man kann sie halt, wenn man dran riecht, man kann sie nicht verkennen. Also man erkennt, jeder erkennt sie, wenn er sie riecht. Auch wenn er sie noch nie hatte, wenn er sie das erste Mal hat, riecht er sie. Hier im Becken kein großes Problem, wirklich nicht. Das, was da ist, putze ich weg. Es kommt nichts Neues mehr von oben. Wir können uns die Sache mal in dem Flur angucken. So, angekommen. Hier im Flur kamen die Cyanobakterien halt, die von den Muschelblumen kamen, auf ein nicht eingefahrenes Becken. Sehen, ich kann mal eben hier mal eben. Ich putze die meistens mit der Bürste so weg. Funktioniert eigentlich klasse. Und wenn sie dann von der Strömung weggetragen werden, geht es dann meistens auch in Richtung Auslass. Man sieht die auf der Kamera jetzt gar nicht so gut wie in echt. Wenn ich vielleicht mal durchgehe, so sieht man den Unterschied danach. Das sind überall, ne? Also sind hier auf ein nicht eingefahrenes Becken getroffen, die Cyanos. Und haben sich innerhalb von, ich sag mal, 12, 14 Stunden. Also es hat viel schlimmer ausgesehen noch. Ich habe jetzt ein paar Mal schon sauber gemacht. Die sind auch mal ganz schlimm betroffen. Auf der Kamera sieht es nicht schlimm aus, aber wenn ich jetzt mal drüber gehe, dann werdet ihr sehen, wie viel besser die aussehen können. Totaler genauso. Aber die meistens auf der Unterseite. Und oben ist auch was drauf. Wenn man dann so ein bisschen hier mal ein bisschen so Kreiselströmung macht, kommen die auch manchmal ein bisschen hoch. Man kann die leider sehr schlecht packen mit egal was, außer einem Kescher. Kescher geht's. Aber mit allen anderen Hilfsmitteln, finde ich, sind die sehr schwer zu greifen. Ja, so gehe ich dann halt hier durch und täglich versuche die in Richtung Auslass zu bringen, in Richtung Filter. Im Moment ist hier halt noch nicht viel los. Keine Fische, gar nichts. Soll eigentlich nur so ein, ja, ich sag mal, ein Pflanzen-Backup-Aquarium sein. Wo ich dann, wenn ich drüben im großen Diskusbecken mal die Pflanzkörbe komplett rausnehmen möchte und sauber machen möchte, was jetzt auch nicht mehr lange dauert, dann kann ich hier auf einen Stock Pflanzen zurückgreifen. Muss halt keine Pflanzen mehr kaufen, muss vorher mich nicht kümmern, kann einfach hier rein, kann ein paar abschneiden, kann sie rüberbringen oder direkt mit Wurzeln rausreißen und rüberbringen, kein Problem. Dafür soll das hier halt stehen. Ist nicht viel Arbeit, außer jetzt mit Ciano halt, ist ein bisschen mehr Arbeit, ja. Oh, ich habe gerade Brasiliensis vergessen. Das ist zum Beispiel was, was niemals im anderen Aquarium landen wird hier. Dieses Gras.
Weil würde sich gar nicht halten im anderen Aquarium. Aber jetzt kann man noch ein bisschen spielen hier. So, nochmal zurück. So, wieder angekommen im Wohnzimmer. Ich mache jetzt noch ein bisschen sauber, mache ein bisschen Wasserwechsel und wartet schon 200 Liter remineralisiertes Osmosewasser auf die Jungs hier. Komm, man freut sich schon. Ja, fischmäßig, ich kann mich nicht beklagen, wirklich. Hier die neuen. Von Tag zu Tag besser. Wirklich. Also man kann aber, ach, man kann wirklich dabei zuschauen. Man sagt das immer so, man kann wirklich dabei zuschauen, wie die von Tag zu Tag eigentlich mehr von ihrer Angstfarbe verlieren, sage ich immer. Einige von den Jungs werden halt auch schon richtig dick jetzt, ne? So, das soll es gewesen sein für heute. Ich arbeite noch ein bisschen. Und wenn wir dann mal da unten an die Filter gehen, die da, der da, dann bin ich wieder da. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Jederzeit gerne. Bis denn dann. Ciao, ciao.